Seit nunmehr 60 Jahren besteht die Kunstsammlung des Lentus Kunstmuseum Linz. Renommierte internationale wie regionale Künstlerinnen und Künstler sind hier vertreten. Bürgermeister Franz Dobusch war der erste Gast der Linz 09-Reihe Politik liebt Kunst. Im Gespräch mit Kulturhauptstadtintendant Martin Heller plauderte Dobusch über sein Lieblingswerk aus der Lentus-Sammlung. Seine Wahl fiel auf Anselm Glücks Werk Schade um den Körper 2, das in ihm besondere Erinnerungen weckte. Mir geht es zumindest wirklich sehr stark auch darum, wenn etwas gefällt, ob es einen anspricht. Und ich bin nicht der, der jetzt so eine große Interpretation von Bildern überhaupt machen möchte, sondern es geht darum, dass man einfach ein positives Gefühl bekommt, wenn man ein Bild in einem Raum hat, wo man arbeitet, wenn man einen Zugang zur Farbenpracht dieses Bildes zum Beispiel hat. Und was mich überhaupt anspricht, sind eben viele verschiedene Farben bei Bildern auch. Im Entstehungsjahr 1988 wurde Dobusch als Bürgermeister gewählt. Gerne denkt er an die erste Begegnung vor nahezu 40 Jahren mit dem Drogistenlehrling in Linz zurück. Ich bin 69 nach Linz gekommen und bin als ziemlich oxandelter Typ nach Linz gekommen und habe in meinen ersten Tagen Anselm Glück kennengelernt, aber nicht als Anselm Glück, wie wir ihn heute kennen, sondern als Drogistenlehrling, den die ganze Welt anzipft hat, so ungefähr wie mich. Er war aus dem Frankviertel und ich bin da in das Frankviertel gezogen und da haben wir uns in der Pfarre Don Bosco kennengelernt und auch sehr häufig getroffen und auch freizeitmäßig manche Zeit verbracht. Aber er war immer ein totaler Suchender, mit nichts zufrieden. Der aufbegehrerische, widerspenstige Anselm Glück beeindruckte Dobusch vor allem durch seinen Kampfgeist gegen das Linzer Kunstestablishment. Aus der persönlichen ersten Begegnung der beiden Männer entwickelte sich eine langjährige Freundschaft. Denn Anselm Glück trägt den ganzen Tag über Oropax. Dann kann er sich auf sich und auf seine Ideen, auf seine Kunst, auf seine Schriftsprache konzentrieren und er schirmt damit sozusagen den täglichen Lärm einer Stadt, in einem Raum der Musik vielleicht, die bei anderen auftritt und so weiter. Also er konzentriert sich mit ihm und er sagt, glaube ich, die wichtigste und größte Erfindung für ihn ist Oropax. Wenn es das nicht gäbe, dann könnte er vermutlich gar nicht so leben und denken, wie er das macht. Dass Politik Kunst liebt, ist eine Selbstverständlichkeit für unseren Bürgermeister. Entscheidend ist für ihn die Aura eines Bildes und der persönliche Bezug zum Künstler. Und haben Sie schon Ihr Lieblingswerk entdeckt? Die Reihe findet am 24. Jänner mit Landesrat Rudi Anschober ihre Fortsetzung.